Ich ziehe Pokémon auf, weil ich alleine lebe. Oh, ist eine Katzenlady. Oh, bitte, 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 hab einfach mal 6 Mauzis. So eine richtige Katzenlady. Die Verrückte bei den Simpsons, die immer rumläuft und Katzen wirft. Ah, Mist. Mist! Ist aber auch jetzt blöd mit einem Drachen-Pokémon gegen einen Feen-Pokémon. Nicht so optimal. Na toll. Wen nennst du hier disabled? Bin ich disabled? Aha, daneben. Daneben, daneben. Snorrotto. Also Otto ist, denke ich mal, Pidgeotto wieder. Tauburger. Snorr. Oh. Ich bin nicht disabled, ich bin dösabled. Ach, Snorlax, das ist Relaxo. Relaxo mit Tauboga, scheiße. Das heißt, er verliert seine Kampfschwäche. Er ist nicht mehr anfällig gegen Kampf. Dafür aber Eis und Elektro, na gut. Da müssen wir Xela einsetzen. Ich hoffe, unsere Glaskanone ist stark genug. Einen One-Shot. One Punch! Der Lightball. Warum haben wir die ganze Zeit über den Lightball nicht ausgerüstet? Ich begreife es nicht. Es ist so ein Boost. I didn't ask for this. Also, das wollte ich aber nicht so. Sticky Barb. Also klebriger Dorn? Macht das Ding? Na komm. Das den Halter verletzt. Ein Item zu tragen, das den Halter jede Runde verletzt. Es kann aber auf das Pokémon überspringen, das den Halter anfasst. Abgesehen davon, dass es auf den Gegner überspringen kann, hat das irgendeine Anwendungsmöglichkeit? Irgendeinen Sinn? Flo, was manchmal, wenn du nicht geduldig bist und versuchst, etwas zu erklären, warum etwas nicht gemacht werden sollte, dauert es länger, als einfach nur den Leuten zuzuhören. Aber wenn du versuchst, was zu erklären, warum solltest du den Leuten zuhören? Du bist doch der, der es versucht zu erklären. Sehe ich gerade nicht ganz. Die Weisheit. Müsste man mal erklären, was damit gemeint ist. Aber der Spruch vom Flo gerade. Pokémon mit der Fähigkeit Magieschild erleiden keinen Schaden. Ah! Ich könnte es quasi ihr geben. Shadow. Die hat ja Magic Schild, ne? Magic Guard. Und dadurch... Und wenn sie geschlagen wird von irgendwas mit physischem Kontakt, könnte das auf den Gegner übergehen, ne? Das macht Sinn. Bei der würde es sogar Sinn machen. Aber ich mache erstmal den XP-Teiler. Oh. Du siehst sanft aus. Also denke ich, ich kann dich besiegen. Sanft oder, ja, sanftmütig, gutmütig, irgendwie sowas, ne? Was? Was? Was ist das denn? Alter Schwede. Ist das Ding jetzt normal oder Boden? Ich glaube, Stantler war normal plus Boden, oder? Stantler... Also Darmhirplex. Ach, nur normal. Dann ist es also Psycho plus normal.
Was, how long do we want to go on with this? Was will der? Worum geht's? Ich hab grad den Zusammenhang verloren. Psycho plus normal. Ne, mach mal einen Flamethrower drauf. Oder ein Digge? Nee. Flamethrower. Was macht ein Telekinesis? Was macht denn Telekinesis? Because I'm not going to any of the motion you are making? Ich habe keine Ahnung, was der Junge gerade von mir möchte. Ich möchte nicht unhöflich werden oder so. Ist halt keine Ahnung. Vielleicht versucht er irgendwas Weises mir beizubringen oder so, aber ich verstehe es gerade nicht. Ob ich ernst bin? Digga, ich weiß nicht, was du mir versuchst zu sagen. Was versuchst du mir zu sagen? Du hast Picknicker Kindra. Sie Kindra ist auch ein interessanter Name. Nein, falsch. Meine, passiert das gerade wirklich hier? Was passiert? Was passiert? Ich weiß nicht, was du von mir willst. Was ist denn Jens los, Leute? Was ist denn Jens los? Hier kommen wir leider noch nicht weiter. Gib dem Anwender 3 Runden lang Schwebe, um es kurz zu fassen. Hey, das ist aber voll sinnlos, oder? Warum sollte man dem Gegner Schweben geben? Außer man macht es vielleicht im Doppelkampf, um seinem Partner schweben zu lassen. Vor einem Erdbeben oder sowas. Ansonsten könnte ich mir auch nur vorstellen, Schweben und dann wieder Smackdown. Aber das gibt ja auch keinen extra Schaden. Also warum, außer seinem Partner jetzt vor Erdbeben zu schützen, warum sollte man das einsetzen? Merkwürdig. Merkwürdig. Dem Anwender. Ach, aber der hat das doch auf mich angewandt. Ich dachte, ich schwebe jetzt. Ich dachte, ich schwebe. Wie ein Schmetterling. Oh Gott, komm schon, du bist gefährlicher als Trump? Was ist hier los? Flo, wovon redest du? Verstehe gerade überhaupt nicht, was du meinst. Und außerdem möchte ich keine Politik in meine Streams reinbringen, wenn es geht. Wir werden dich mit unserer Zwillingskraft schockieren. Du hast keine Chance. Ja. Ich glaube, du bist ein Mitglied der GOP. Alter, ich habe mit der amerikanischen Politik nichts zu tun. Ich bin ein Deutscher in Deutschland. Warum wäre ich ein Mitglied einer amerikanischen politischen Partei? Wie soll denn das funktionieren? Squirtsor ist Pflanze mit Gift. Da gehen wir mit Feuer drauf. Und Chartle ist Feuer mit Wasser. Da würde ich einfach mit Wasser drauf gehen. Oder einschläfern. Nö, Wasser drauf. Wasser gegen Wasser müsste neutral sein und gegen Feuer stark. Genau. Oh Gott, ich mache dem ja gar keinen Schaden. Und der benutzt... Oh, der macht einfach mal 40 Schaden durch Dragon Rage. Ich glaube, den muss ich einschläfern. Den müssen wir sofort einschläfern. Ja. Gute Nacht, Chartle. Was? Denn wenn du so weitermachen willst und nicht über die Wahrheit über Januar den 6. sprechen möchtest? Was hat denn der... Alter! Hä? Ich
Ich weiß, was Januar 6. war. Das war das, wo die Spinner dort in den... hier, was waren das? Nicht Weiße Haus, wie heißt denn das andere hier? Kongresshaus? Nee, wie heißt denn das? Vergessen, wie es heißt. Wo die dort reingestürmt sind. Aber was hat das mit mir zu tun? Was hat denn das mit mir zu tun? Warum sollte ich darüber sprechen? Ist der gerade wieder aufgewacht? Nee, der schläft noch, oder? Schläft der oder ist der wach? Der schläft, ne? Der schläft. Dann machen wir einen Gast, damit der auch wirklich drauf geht. Kapitol, genau. Ja, was hat denn das Kapitol mit mir zu tun? Digga. Es ist ein Pokémon-Stream hier. Pokémon, nicht Politik. Nicht Politikmon. Alter, was ist das denn? Ein Bisasam mit einem Glumanda zusammen jetzt. Also Feuer und Pflanze. Feuer und Pflanze, Mann, fuck. Ja, dann bleibe ich bei Flamethrower. Und hier müssen wir wieder einschläfern, der ist aufgewacht. Der ist aufgewacht. Ja, ich weiß nicht, was da gerade los ist. Also, ich möchte eigentlich gar keine Politik in meinen Streams oder in meinen Videos drin haben. Vor allem nicht amerikanische Politik. Und vor allem auch gar nicht, dass man mir irgendwas unterstellt. Weiß ich nicht. Dass ich auf irgendeiner Seite wäre. Keine Ahnung. Lasst uns über Pokémon sprechen, ja? Oh, es hat gar nicht geschlafen. Es hat geschlafen, deshalb konnte ich es nicht einschläfern. Ich dachte, es war aufgewacht. Mist. Ich dachte, es war schon aufgewacht. Nein! Nein, Griever! Griever down, Griever down! Black Hawk down, Black Hawk down! Was können wir denn rausschicken? Bodenattacke irgendwo. Das Ding ist Feuer und was? Feuer und Wasser? Feuer und Wasser? Guck mal, Xela vielleicht rausschicken. Dangerous? Nichts davon ist gefährlich. Inwiefern ist das Ding bitte gefährlich? Inwiefern sind denn Pokémon oder Digimon gefährlich? Boom, ist er weg. Müsste noch einer kommen, oder? Nee, das war's. Unsere Zwillingskraft! Nein! Nochmal kämpfen? Nein, ich will nicht nochmal kämpfen. Ich will nicht nochmal. Revive. Viva la Griva. Viva la Mexico. Geht's für die Jugend gefährlich. Nintendo will nur ihr Geld. Das ist wieder so eine Debatte, ne? Sind Videospiele gefährlich für Kinder? Kann man argumentieren, ja, nein, vielleicht, Butterbrot. Ich denke, es kommt auch darauf an, wie alt das Kind ist und was für Themen in den Videospielen vorkommen. Ich finde jetzt Pokémon oder Digimon jetzt an sich eigentlich jetzt nicht sonderlich gefährlich, würde ich sagen. Du bist perfekt. Hilf mir, meinen Bruder zu trainieren. Meinen kleinen Bruder. Ich fände, was vielleicht so Shooter-Spiele angeht, da sollte man vielleicht nicht gleich einen Fünfjährigen davor setzen. Ne? Vor allem halt Gewalt und Blut und Tod und so ein Zeug. Aber Pokémon ist doch relativ harmlos. Ich weiß jetzt gar nicht, was das FSK dafür ist, aber ich glaube, Pokémon ist ab 6. Vielleicht ab 10. Weiß ich nicht. Da habe ich schon lange nicht mehr drüber geschaut. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Ne? Wir haben ein brennendes Kikli und ein feuchtes Nocturne. Ein feuchtes Nocturne. Dick. Und... Schläfer hier mal ein.
Wir schläfern mal ein. Fuck. Ich hätte natürlich das Kiki zuerst einschläfern sollen. In-game buys should be Peggy 18. Oh, das ist schwer, das Thema. Ich finde allgemein, Mikrotransaktionen sind scheiße. Und sollte man allgemein abschaffen. Du zahlst einmal für das Spiel und fertig. Und wenn es dann DLCs gibt oder sowas, dann kannst du die vielleicht nochmal irgendwo im Laden kaufen und einen Code eingeben oder sowas. Sowas geht vielleicht noch. Aber ich finde, in einem Spiel sollte es eigentlich gar keine Transaktionen mehr geben, finde ich. Und ja, das ist dann ein schweres Thema. Ist es dann ab 18 dadurch? Einfach keine Zahlmethode einfügen, damit das Kind nichts kaufen kann. Fertig, aus. Da müssen dann halt die Eltern auch dahinter stehen. Und auch, sag ich mal, modern sein und verstehen, wie das funktioniert und das dann auch nur dafür sorgen, dass die das nicht ausgeben können, das Geld, ne? Hast ja heutzutage manchmal das Problem, dass manche Eltern schon ein bisschen zu alt sind und das alles nicht verstehen und dann weiß ich nicht, ob dann das Kind einfach die Kreditkarte nimmt. Macht es eigentlich auch keiner, oder? Ich weiß es nicht, nee. Es ist ein schweres Thema. Ich weiß gar nicht, warum Leute mit so einem Thema jetzt ankommen beim Pokémon-Spielen. Ja, weiß ich nicht. Ich finde allgemein sind Mikrotransaktionen scheiße. Ja. Naja, das ist ja das, deshalb gibt man ja ein Kind auch keinen Vertrag, sondern wie heißt das? Prepaid-Karte, die man dann einfach dementsprechend auflädt. Da sagt man so, Sonnemann, du hast jetzt für diesen Monat 5 Euro oder 10 Euro. Benutzt die, wie du denkst, aber es müssen am Ende des Monats noch 2-3 Euro drauf sein, dass du mich auch anrufen kannst im Notfall. Und so kann man dem Kind dann auch ein bisschen beibringen, mit Geld umzugehen. Na, man gibt denen halt ein kleines Taschengeld, sag mal, auf seine Prepaid-Karte. Und dann muss der halt schauen, wie er damit klarkommt. Dann kann er das von mir aus auch vielleicht mal in ein oder zwei Mikrotransaktionen ausgeben. Aber wie gesagt, ich bin kein Fan von sowas. Ich bin allgemein kein Fan von Ingame-Transaktionen. Aber ja, ne? Wäre zum Beispiel eine Methode, das dem Kind sensibel beizubringen. Mit Geld umzugehen halt. Aber auf keinen Fall ein Vertrag. Auf keinen Fall ein Vertrag. Und wenn dann halt bloß 5 Euro drauf sind, dann kann er nichts für 30 Euro kaufen. Dann schlägt der Kauf fehl und gut ist. Aber mit einem Vertrag, da kann er alles kaufen und taucht das dann hinterher auf der Kreditkarte auf. Oder auf dem Bankkonto. Also ein Kind würde ich niemals ein Handy mit Vertrag geben. Ah, ah. Wenn der dann vielleicht irgendwann mal oder sie dann so vielleicht mal so 16 ist oder sowas, dann könnte man vielleicht so drüber reden, dass man dann vielleicht solche Schritte langsam geht. Aber ganz ehrlich, ich finde, nö, bei Minderjährigen muss es nicht sein. Prepaid reicht völlig. Was schick mal rein. Medusa? Ja. Und weg ist er. Haze. Ist denn Haze? Ist das so ein Nebel oder sowas? Der Benutzer erzeugt einen Nebel, glaube ich, der alle Statusveränderungen eliminiert. Ach so, okay. Du musst dich konzentrieren. Konzentriere dich auf das, was du machst. Ich sterbe ja gerade ziemlich häufig, aber na gut, ich versuche ja auch Pokémon zu trainieren. Und dadurch, dass wir das Münzamulett benutzen, haben wir so viel Kohle. Ist eigentlich nicht schlimm, auch ein paar Heil-Items einzusetzen. Ah, hier steht eine Heilerin. Hier steht eine Heilerin. Ja, lass uns loslegen. Ich heile deine Pokémon, wenn du gewinnst. Hier steht eine Heilerin. Was? Ah. Oh. Pixie mit einem Kokowai.
Kleftor. Klef, klef. Also Fee und Pflanze. Oder Psycho? Fuck, es ist Psycho. Weil Kokova ist Pflanze Psycho. Die hat sich vorher getarnt. Nee, hat sie eigentlich gar nicht. Ich stehe einfach volle Kanne da. Ich habe sie bloß nicht gesehen. Kokowai hat jetzt also Psycho. Na, dann geht Shadow drauf. Pokémon VR, Virtual Reality. Ich habe keine Erfahrung mit Virtual Reality. Gar keine. Gar keine. Also ich selber habe kein VR-Headset. Habe ich auch, glaube ich, noch nie bei jemandem auf einer Konsole oder sowas benutzt. Ich habe einmal auf einer Messe, habe ich sowas mal probiert. Da waren wir auf der, oh Gott, wie hießen die? IFA oder sowas? Nee. IVA? Weiß ich nicht mehr. Eine internationale Technikmesse. In Berlin war das. Und da gab es, da gab es so einen Stand, der hat gesagt, das ist nicht gedacht, nee, nicht E3, das war eine Technikmesse in Berlin war das. Da ging es teilweise auch darum, dass Leute neue Sachen entwickelt haben und nach Sponsoren gesucht haben, die das für die dann halt vermarkten können oder sowas. Ne? Und da hatte einer sowas entwickelt, das war so eine Simulation davon, wie man auf dem Mond rumläuft. Da hast du das Headset aufgesetzt. Und auf der Stelle bist du halt einfach so ein bisschen gelaufen und dann bist du halt in diesem Ding nach vorne gelaufen. Und wenn du an der Stelle gesprungen bist, ist der auch richtig hoch gesprungen auf den Mond und dann so richtig langsam wieder runtergekommen. Das war ganz lustig, muss ich sagen. Und er hat gesagt, das ist jetzt bloß ein Beispielprogramm, was sie da drauf haben. Und das war eigentlich, jetzt gar nicht mehr, wofür das gedacht war, aber es sollte irgendwann nicht fürs Gaming benutzt werden, sondern um irgendwie Sachen zu simulieren, irgendwelche Arbeitsumfelde zu simulieren, irgendwelche Sachen halt, wo Leute dann Sachen trainieren können, üben können, sowas, quasi am Computer Sachen üben können, bevor sie es dann halt in der echten Welt machen. Es war irgendwie für sowas gedacht, nicht fürs Gaming. Fand ich ganz lustig. War auf jeden Fall ganz cool, so auf dem Mond rumzuspringen. Das war meine einzige Erfahrung mit VR. Pokémon VR kenne ich nicht. Kann ich nichts dazu sagen. Tut mir leid. So, Psycho, ne? Psycho, Dark Pulse. Boom, Chakalaka! Ist gar nicht effektiv. Dachte, Unlicht ist stark gegen Psycho. Ach, Fee löst das ja wieder auf, ne? Fee cancelt es ja wieder. Wieder so ein Döskopf-Moment. Voll verdöst. Naja. Aber die Technikmesse war echt ganz cool, muss ich sagen. Es gab so richtig, richtig große Räume, wo einfach nur so Standard-Technikzeug rumstand. Riesige Fernseher, riesige Waschmaschinen. Es gab eine Waschmaschine, die war größer als ich. Also so industrielles Zeug, ne? Hightech-Kühlschränke mit irgendwie für Smart-Häuser, alles mit sprachgesteuert und gestengesteuert und so ein Zeug. Das war alles schön und gut, aber das fand ich gar nicht so interessant. Es gab dann ein kleineres Gebäude daneben, wo dann halt diese kleinen, kleinen Entwickler waren, die halt die Sponsoren gesucht haben. Und die haben richtig coole Sachen dargestellt. Also da waren richtig coole Sachen dabei. So kleine Roboter, die irgendwie Karten gespielt haben oder Sachen sortiert haben und so ein Gelumpe und alles Mögliche. Das war voll lustig. Das war das Coolere. Also diese großen Unternehmer, Samsung und Co., nur die einfach bloß ihre riesen Fernseher hinstellen, das war ja okay, toll, riesen Fernseher, ne? Aber diese kleinen Unternehmer, die fand ich cool. Dafür würde ich da gerne nochmal hingehen. Wobei ich die Reise nach und in Berlin nicht sehr genossen habe. Zum einen fand ich die Luft dort ziemlich eklig. Also ich weiß nicht warum, aber die Luft in Berlin ist irgendwie ein bisschen verschmutzt. Da haben wir hier ein bisschen bessere. Und das richtig, richtig Schöne war, ich kam dann mit Corona wieder nach Hause. Ich habe direkt auf der Technikmesse von, da waren ja tausende Leute, direkt erstmal Corona mit nach Hause gebracht. Da war ich happy. 2 Tage lang nachts Schüttelfrost gehabt. Das war so abartig. So richtig, richtig Schüttelfrost. Ich weiß nicht, ich hab Klamotten angehabt,
Und mit richtig T-Shirt, Pullover und noch ein Pullover drüber, Bademantel drüber, mich ins Bett gelegt, mit richtig noch Decke zugedeckt und mir war kalt. Mir war kalt. Oh, 2 Nächte lang. Und dann war's weg. Also Corona war noch ein paar Tage da, aber der Schüttelfrost war weg. Oh, das war widerlich. Lasst mich mal diese Pokémon probieren, die ich gerade ertauscht habe. Macht das. Denkst du, der Fortschritt von KI und Virtual Reality sind gut für Spiele oder schlecht? Ich finde doch gut, oder? Kann man ja was draus machen. Also ich selber hätte jetzt nicht den Raum und das Geld dafür, mir so ein übelstes VR-Zeug aufzubauen. Ich habe das teilweise mal gesehen, so dass du so fast schon wie so auf einer... du hast dann so eine extra Fläche, auf der du rumläufst. Das musst du ja erstmal alles aufbauen, ne? Du musst so extra so einen Bereich aufbauen, auf dem du dann rumlaufen kannst in dem VR-Spiel. Musst dann schauen, dass du nichts um dich drumherum hast, was du zerschlagen kannst und sowas. Dann ist die VR-Brille schweineteuer und sowas. Also für mich wäre das schon wegen dem Geld her keine Option, muss ich sagen. Und zum anderen wegen Platz her. Deshalb ist es so ein bisschen schwierig zu sagen. Ich finde es interessant, aber ich glaube, VR ist halt nichts für den Standard-Gamer. Das ist dann doch was für den, der ein bisschen mehr Kohle hinlegt. Es sei denn, es wird irgendwann mal bald erschwinglicher. Ich weiß nicht, was so ein VR-Headset heutzutage kostet, aber damals, als ich die gesehen habe, haben die guten doch schon so 200 bis 400 in dem Bereich. Jetzt weiß ich es nicht. Ich habe mich da schon lange nicht mehr drum gekümmert. Golbat und Poliwrath. Fuck. Ist da Wasser drin oder ist da Kampf drin? Ich glaube, da ist Kampf drin, oder? Also, ich finde VR und KI interessant, auf jeden Fall. Aber für mich ist es halt kein großes Thema, weil ich mir das einfach nicht leisten kann oder möchte. Das heißt kann, ich könnte schon, aber ich möchte nicht so viel Geld ausgeben für sowas, weißt du? Vor allem, weil ich den Platz gar nicht hätte. Ich weiß gar nicht, wo ich das hinpacken würde. Na gut, wenn du es gleich mit der Konsole mitkaufst, weiß ich nicht. Ich bin eigentlich eher mehr am PC unterwegs. Jetzt nicht dieser Unfug von wegen PC Master Race, Konsolen sind scheiße oder sowas. Nee, ich habe auch ein paar Konsolen. Ein paar ältere mittlerweile. Aber ich bin meistens am PC unterwegs, weil es da für mich leichter ist zu streamen und aufzunehmen. Allein deshalb. Nur deshalb, weil es ein leichter für meinen Stream ist. Und ich habe keine Lust, jetzt nochmal für 400, 500 Euro mir eine Konsole zu holen, wo ich ja eigentlich schon einen über 1000 Euro PC habe. Nicht gut genug. Macht das Sinn? Ich glaube, das macht Sinn. Oh Gott. Ich habe langsam keinen Bock mehr, diese Fusion zu fangen, um ganz ehrlich zu sein. Alter, ich bin einen Schritt gegangen. Einen Schritt. Ein Schritt. Was soll das? So. Ah, ist nichts. Ich dachte, da ist vielleicht was in dem Spinnennetz drin. Oh, du bist ja ein kleiner Süßer. Hm. Hallo, Schnuckelchen. Olivia. Flammenwurf! Oder Flammenwerfer? Nee, Flammenwurf. Oh, verbrannt. Nice. Gute Nacht, Bisasam. Resor. Also mit Smogon wieder drin, oder Smogmog, ne? Weezing. Und Sor ist am Ende Gift, also ist das Ding einfach nur pures Gift. Das Ding ist Mono-Gift. Alter, wie das aussieht. Einfach nur so eine richtige Giftgasschleuder. Einfach so ein Pilz hinten drauf, wie bei Parasekt.
der einfach nur Giftgas ausströßt. Herrlich. Oh, du hast aber auch so süß ausgesehen. Na sicher, ich spiele mit dir. Dum, 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 dum. Lemon War. Level 39 wollten wir den entwickeln, ne? Darf man nicht vergessen. Oh, weißt du, ich hoffe, der hat einen Custom Sprite. Zähler, kannst du das mal googeln, ganz schnell? Ich hab dir doch heute Mittag einen Link zugeschickt, wo du die Sprites alle nachgucken kannst. Kannst du nachgucken, ob Dragonier plus Xela, du. Ob Dragonier plus Arcani mit Arcani-Körper, ob das ein Custom-Sprite hat. Wenn nein, würde ich die Entwicklung vielleicht verlegen, bis wir bei Dragoran sind. Dass wir dann direkt Dragoran plus Arcani machen. Weil ich möchte dann nicht so einen hässlichen Sprite haben. Oder wir speichern einfach vorher. Quatsch, wir speichern einfach vorher und gucken nach. Sorry. Warum so viel Arbeit machen? Wenn wir Level 39 sind, speichern wir und testen wir es einfach. Dragonier Arcani, mit Arcani Körper halt. Dragonier zuerst, Arcani als zweites. Aber wie gesagt, ich kann es ja auch einfach googeln. Nicht googeln, testen. Googeln. Ich laber schon wieder irgendeinen Scheiß. Wie lange streamen wir jetzt schon? 2,5 Stunden erst und ich bin schon durch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Unterhaltung, die am Anfang irgendwie so politisch anfing, die hat ganz schön an meinen Nerven gezerrt. Jetzt geht's wieder. Jetzt ist alles entspannt. Es gibt eine, ja? Super. Da freue ich mich. Weil sonst würde ich diese Entwicklung einfach auslassen, bis Dragoran soweit ist. Die Autogens sehen leider einfach so hässlich aus. Tut mir leid. Es tut mir vor allem leid für die Leute, die das Spiel damals ganz, ganz, ganz am Anfang gespielt haben. Als fast noch alles Autogen war. Oder vielleicht sogar wirklich alles Autogen war. Da sahen die wahrscheinlich richtig kacke aus. Ich weiß, der Xela hat einmal gesagt, dass die Pokémon, als er es gespielt hat, teilweise sehr, sehr hässlich waren. Und das kann ich auch nachvollziehen. Hast du doch mal gesagt, oder? Du hast mal gesagt, es gibt teilweise so hässliche Pokémon. Hast du nicht? Hm. Dann hast du es vielleicht bloß irgendwo gesehen und dann darüber kommentiert? Weiß es nicht. Hast du schon mal beim Laufen gepinkelt? Nein? Oh, fall nicht ins Wasser! Was ist das für eine Frage? Hast du schon mal beim Laufen gepinkelt? Ich lass immer laufen. Ob ich nun sitze oder stehe oder laufe, ich lass immer laufen. Ich pinkel konstant. Weißt du? Manchmal mache ich sogar Handstand und pinkel dabei. Gegen den Wind. Was ist das für eine Frage? Auch nicht beim Rückwärtslaufen. Oh, Pikachu mit Sichlor sieht cool aus. Ist das Ding jetzt Käfer oder Flug? Das muss ich jetzt wissen. Sichlor. Flug. Dann ist das Ding jetzt Elektro und Flug. Das ist blöd. Na, machen wir einfach Flammenwerfer. Gut, das wird schon irgendwie. Natürlich paralysiert. Natürlich. Was sagst du? Damit du mehr Strecke machst und keine Zeit verlierst. Also ich habe es noch nie so eilig gehabt, irgendwo hinzukommen, sodass ich im Laufen mich umgedreht habe
rückwärts gelaufen bin und dabei Uri Gellert habe. Nein, das habe ich bis jetzt noch nicht. Gott sei Dank. Was sollen die Leute hinter mir sagen? Rai-Mime, also Raichi und Mr. Mime. Raichu und Mr. Mime, also Elektro und Psycho. Psycho. Hallo. Ich finde das schon manchmal merkwürdig, was für Fragen hier kommen. Vielleicht funktioniert das wie ein Antrieb, der 0,5 bis 1 km/h dazu gibt. Nee, so viel Druck habe ich auch nicht auf der Blase, dass ich daraus gleich einen Antrieb machen kann. Leute, was ist los mit dem Chat heute? Was ist denn Jens los? Antonio Corvino. Moin, moin. Und willkommen bei den Dösköppen. Warum hat der Dark Pulse keinen Schaden gemacht? Elektro und Psycho? Da müsste doch Unlicht stark sein, oder? Oder? Ach, da ist... Der ist Psycho und Fee. Der ist Psycho und Fee. Das macht Sinn. Deshalb wird es dann zu Elektro und Fee. Alles klar. Ja, ich kann mir das immer nicht merken, welche Pokémon in den späteren Generationen P als zweiten Typ hinzugefügt bekommen haben. Juhu, das war ja so aufregend. Ja. Also ich glaube, dieser Clown, der hat bestimmt schon mal beim Rückwärtslaufen im Handstand Uri Gellert, um 1 km/h mehr Geschwindigkeit dazu zu bekommen. Bin ich mir sicher. Der hat das schon mal gemacht. Sludgebomb! Sludgebomb! Wollten wir das nicht Pixie geben? Bin der Meinung. Oder war es Sludge Wave? Kann keiner außer Medusa. Warum ist... die Begründung war der Autosave. Der Autosave hat gespeichert, dass ich Pipi in Pixie entwickelt habe. Das ist das Problem. Ich hätte gerne Pipi eigentlich noch bis Level 46 trainiert, damit es Mondblast erlernt. Aber ich hatte es ja für den Test gestern entwickelt. Und dann war ich dummerweise am Pokémon Center heilen. Und das hat durch Autosave gespeichert. Und deshalb war dann Pixie schon festgesetzt. Und dann... Da war es schon mit Zoroark kombiniert. Und da habe ich es dann auch gleich so gelassen. Ach, und warum Zoroark statt Hundemon? Einfach, weil ich Shadow gefragt habe, was sie besser findet, vom Aussehen her. Und sie fand Zoroark schöner. Also... Vor allem diesen Skin hier fand sie schöner. Und dann habe ich auch nochmal mit einem Xela gesprochen. Und er meinte, von Stats her ist es auch besser. Daher hat es gleich so und so funktioniert. Sind das alles nur zusammengemischte Pokémon? Ja, das nennt sich Pokémon Infinite Fusion. Und da kannst du halt immer zwei Pokémon miteinander kombinieren. Das ist ein Stalos mit einem Glurak. Der hat einfach mal den Kopf samt Wirbelsäule aus dem Stalos rausgerissen und sich daraus einen Hammer gemacht. Ich find's cool. Ich find's cool, echt cool. Wollen wir Sludge Wave Medusa beibringen? Macht das was? Macht das Sinn? Wir haben hier Ancient Power drauf. Wir könnten Charge Beam oder Ancient Power ersetzen gegen Sludge Bomb. Ihr meint, was haltet ihr davon? Was würde Sinn machen? Also für die, die jetzt ganz, ganz neu mit dabei sind, ne? Das hier ist gerade ein Fukano mit einem Dragonier. Wird dann noch zu Dragoran mit Arcani, logisch, ne? Das hier ist ein Smetbo mit einem Aquana.
sehr, sehr praktisch, weil es halt das Facettenauge hat von Smetbo. Dadurch kann es halt immer perfekt... Oh, Moment. Immer perfekt einschläfern mit Sleep Powder. Und kriegt dann später noch Attacken wie Hydropumpe und Blizzard, die halt schlechter treffen, aber durch Facettenauge wieder besser treffen. Das ist ein Stalos mit Glurak. Das ist ein Pikachu mit einem Machomai. Ja. Das ist ein Zoroark mit einem Pixie. Und das ist ein Simsala mit einem... Wie heißt denn die Weiterentwicklung von Tangela? Tankoloss? Ich weiß nicht, wie es heißt. Die Weiterentwicklung von Tangela halt. Tangoloss, genau. Tangoloss. Was ist das für eine Frage? Hast du schon mal gefurzt und dann ist ein bisschen Scheiß... Also Leute, jetzt... Bisschen Anstand im Chat, ja? Bisschen Anstand. Xela, Sludge Bomb. Soll ich das dem Medusa beibringen? Und wenn ja, dann Charge Beam oder Earth Power weg. Was denkst du? Charge Beam. Weil wir ja dafür schon Xela haben, ne? Und du willst nicht, dass noch ein anderes Pokémon Elektroattacken hat. Ich merke schon. Ja gut, Charge Beam weg. Und Sludge Bomb rein. Sludge Bomb ist aber special, oder? Nicht, dass es jetzt physisch ist. Mal kurz nachgucken. Ich will aber noch kurz nachgucken. Ja, Gott sei Dank, special. So. Aber hast du schon mal so abgerockt, dass du im Laufen geheadbangt hast? Nee, glaube ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Habe ich noch nicht. Ich weiß, was Headbang ist hier, so zu Rock. Ne? Aber nee, glaube ich nicht. Es gibt ein altes, verlassenes Haus in den im Sumpf. Hier gibt's einen Sumpf. Meine Schwester schwört, sie hat dort einen Geist gesehen, als sie bei Nacht hineingegangen ist. Aber ich glaube, sie versucht nur, mich mit mehr Angst einzujagen. Ah, da ist ja wieder die Assistentin. Hallo, ich bin Professor Eichs Assistentin. Wenn du schon 20 verschiedene Pokémon fusioniert hast, dann soll ich dir ein XP-All geben? Was? XP-All? Hab ich. Habe ich jetzt einen XP-Teiler auf alle oder was? Ernsthaft? Was ist das? Key-Items, ne? Geil! Das ist der Gen 6 XP-Teiler. Den mache ich an, oder? Dann ist nichts mehr wirklich underlevelt. Alles wird so ein bisschen mitgelevelt. Was? Ist an, okay. Und dann kann ich jetzt das Item hier rausnehmen. Dann gebe ich Shadow jetzt wieder. Shadow hatte, glaube ich, irgendwas, dass die sich besser heilen kann. Mit ihrem Kuss-Move. Was war denn das? Wisst ihr noch, wie das Ding hieß? Und wo ich es finde? Medizin? Nee. Pokéball? Nee. Bei Bären? Nein. Jetzt sind mehr Sachen dabei. Die Hälfte der Liste hat gefehlt. Ich weiß nicht warum. Was ist das Ding? Big Root. Das war's. Big Root. Dann Madara hält Coin. Medusa, was könnte Medusa geben? Nicht use. Item Gif. Vielleicht den Löffel? Ja, Löffel. Super. So, was sagt der Chat jetzt?
Wie viele sind wir denn? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele gerade auf YouTube zuschauen. Ich streame ja auf Twitch und auf YouTube. 9 sind gerade auf Twitch, das kann ich sehen. Wie viele es auf YouTube sind, kann ich ehrlich gesagt gar nicht einsehen. Habe ich gerade kein Fenster dafür offen. Und was sagt der Nächste? Kannst du jetzt nach jedem Volltreffer bitte 5 Sekunden Headbangen zur Freude? What the fuck? Aber ohne die Brille zu verlieren? Ich soll Headbangen? Ich kann es ja mal versuchen, aber ich glaube, das sieht scheußlich aus. Weil es die ganzen Haare durcheinander zwirbelt. Ich kann es ja mal versuchen dann. Wir sind endlich in Fuxania City angekommen, Leute. Endlich. Oh, einmal kurz heilen gehen. Das ist neu, dass man hier hoch kann. Normalerweise konnte man nur links hochgehen. Cool. Sehr schön. Und dann schauen wir uns mal hier in Ruhe um. Beziehungsweise, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Wir haben noch ein Wondertrade-Ticket. Wir haben doch noch ein Wondertrade-Ticket von der letzten Arena. Lasst mal was Wondertraden. Zum Spaß an der Freude. Natürlich nichts aus dem Team. Sondern... weiß nicht, irgendwas stinkt Normales. Irgendwas stinkt Normales. Oder irgendeine komische Fusion. Das hier, fliegende Ratte. Wir hauen die fliegende Ratte weg. So. Nicht, dass du mit dem Kopf auf den Schreibtisch aufschlägst beim Headbang. Nee, ich würde dann wahrscheinlich aufstehen oder sowas. Oder ein bisschen zurückfahren. Keine Ahnung. Auf YouTube sind es 3 Zuschauer. Alles klar, danke Midori. So, los geht's. Wondertrade. Die fliegende Ratte. Bin ich mal gespannt, was da jetzt zurückkommt. Scree. Scree sensed Fate Cheer. Fate Cheer. Was? Was ist das für ein Name? Oh Gott! Nein! Nein! Es ist diese blöde Seegurke mit einem Fleckmann kombiniert. Ja, Gufa, genau. Es ist die Seegurke. Das hat sich ja voll gelohnt. Ja, sowas von. Ja, der kommt in unsere Spezialbox. Hier haben wir schon ein paar andere Wonder Trades gehabt. Na, der ist cool, oder? Erinnert mich so ein bisschen an den Barbeduke. Weiß nicht, ob ihr den Horrorfilm kennt. Barbeduke. Der sieht ein bisschen bekloppt aus. Das hat ein bisschen was, finde ich. So ein Ralz mit einem Blutzug. Das ist auf jeden Fall super putzig. Das geht eigentlich auch so ein kleiner Weihnachtself oder sowas oder Gnome, ne? Was ich ganz, ganz toll finde, den haben wir selber gebaut. Achtung, Leute, Achtung. Wir haben Dicktree mit noch einem Dicktree kombiniert. Ein Doppel-Dicktree. Ein Doppel-Dicktree. Das geht nämlich auch. Du kannst tatsächlich das gleiche Pokémon nochmal mit sich selbst, mit dem gleichen kombinieren. Du könntest 2 Gluraks kombinieren und dann kommt wahrscheinlich noch ein krasseres Glurak raus. Keine Ahnung. Also, es ist voll krass, was man hier machen kann. Das Spiel macht echt Gaudi. Allein schon wegen dieser verrückten Kombination macht das so ein Gaudi. Und dann, das Wichtigste ist aber, dass man Custom Sprites hat. Also, es gibt Autogen Sprites, autogenerierte, wo die einfach bloß die 2 Pokémon zusammenklatschen und fertig. Und dann haben sich aber noch Spieler hingesetzt und haben gesagt, hey, ich möchte da was Schönes dazu malen. Haben das erstellt, haben das dem Entwickler zugeschickt und der hat es dann reingesetzt. Quasi alles, was hier gemalt ist, ist von anderen Spielern oder Discord-Nutzern halt gemalt oder zusammengebaut. Normalerweise sieht das völlig anders aus. Also ich kann es zum Beispiel mal zeigen. Normalerweise würde Stalos plus Glurak im jetzt automatischen generierten so aussehen. Nicht so spektakulär, ne? Nicht so spektakulär. Aber
Da haben sich zwei Leute hingesetzt. Der eine hat das gemacht. Der andere hat das gemacht. Und das sieht geil aus, oder? Das sieht einfach geil aus, finde ich. Und das macht so ein bisschen den Anreiz hier aus, so ein paar Sachen auszuprobieren. Gucken, was für Kombinationen gibt es. Wo gibt es schon coole Sprites? Und dann einfach mal lustige Sachen zusammenbauen. Genau. Ja, dann wollen wir uns mal in Fuxania City umgucken, oder? Was hast du geschrieben? Panikon oder Schalocco? Das sind doch beides diese Kokon-Dinger, ne? Die werden dann beide zu Schmetterlingen, oder? Oder wird der eine wieder zu einer Motte? Werden die beide zu Schmetterlingen oder wird das eine zu einer Motte? Bin mir gerade nicht ganz sicher.